Hallo und guten Morgen zu meiner heutigen Wanderung aus den Ammergauer Alpen. Mein heutiger Weg führt mich auf den Brunnbergkamm. Das ist ein Abschnitt zwischen Kofel und Zahn. Dabei überquere ich drei Gipfel, den vorderen Rappenkopf, hinteren Rappenkopf und den Brunnberg. Der höchste Punkt ist ungefähr 1600 Meter. Aber zunächst geht es erst einmal den Marxersteig hinauf Richtung Kofel. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Bis dann. Ciao. Die Hälfte vom Marxersteig habe ich jetzt schon hinter mir und ich muss sagen, es ist wirklich knackig steil. Das war jetzt der Marxersteig und nun mache ich noch einen kleinen kurzen Abstecher auf den Kofel. Und mein weiterer Weg führt mich hier diesen Kamm entlang, an dieser Hütte dort oben eigentlich vorbei. Ich mache mal einen Pfeil, sonst sieht man es nicht. Wird bestimmt eine interessante und spannende Tour. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bis gleich. Ciao. Vom Kofel bin ich jetzt herunten, natürlich in Anführungszeichen nicht ganz im Tal. Hier müsste jetzt dann irgendwo der Abzweig zum
Kamm sein, zum Brunnbergkamm. Aber das ist nicht beschildert. Muss ich mal schauen, wo es entlang geht. Ich denke eher hier entlang. Da werde ich dann gleich noch schauen auf dem Handy, ob das passt. Wow, ist das hier klasse. Man taucht hier in eine ganz andere Welt ein. Ganz andere Atmosphäre. Genial. Und man hört nur das Zwitschern der Vögel. Richtig schön. Ja, und der nächste Gipfel ist der vordere Rappenkopf. Der ist nicht mehr weit entfernt. Der hat eine Höhe von 1408 Meter. Es gibt noch einen schönen steilen Schlussanstieg zum vorderen Rappenkopf jetzt zum Bewältigen. Genial. Da geht's hinauf. Wäre der Blick vom vorderen Rappenkopf mit 1408 Metern. Hört sich ganz unspektakulär an von der Höhe, aber hat man wirklich schöne Aussicht. Schaut's an. Hier muss ich, glaube ich, noch rüber. Da müssen wir nur hin. Und dann drehe ich mich weiter. Sieht man nicht viel durch die Bäume Oberammergau. Es gibt dann noch einen schönen Blick gleich. Einen Moment. Und da haben wir jetzt einen schönen Blick hinüber zum Kofel, wo ich vorhin war. Der ist nur ein kleines Stück niedriger. Nach einer kurzen Brotzeit geht es weiter zum hinteren Rappenkopf. Also, auf geht's! Hinter dieser Kuppe ist dann schon der hintere Rappenkopf mit 1404 Metern. Kurz vom hinteren Rappenkopf hat man diese wunderschöne Aussicht auf Oberammergau. Das ganze Tal, genial. So wie es aussieht, war der schöne Aussichtspunkt schon der hintere Rappenkopf. Hat man gar nicht bemerkt.
aber nach dem Handy bin ich schon drüber hinausgelaufen. Nochmal ein Blick zurück. Ganz hinten ist der vordere Rappenkopf. Auch wenn der meiste Weg im Wald ist, ist es wirklich wunderschöne Landschaft. Genial. Und jetzt bin ich hier kurz vorm Brunnberg. Schaut richtig geil aus. Ich habe den Gipfel vom Brunnberg erreicht. Ja, hat eine Höhe von 1529 Meter. Wow, das ist so eine wunderschöne Tour. Ihr glaubt es gar nicht. Das müsst ihr wirklich selber erleben. Aber die ist nicht ohne. Da muss man wirklich aufpassen und nur gehen, wenn es trocken ist. Wow, genial. Überwältigt. Ja, der weitere Weg führt mich jetzt noch dort rüber. Das ist dann die höchste Stelle und dann geht es wieder runter. Man könnte, wenn man möchte, noch weitergehen vom Zahn bis zum Pürschlinghaus, das ist der Sonnenberggrat, aber das wird ein anderes Video, heute nicht. Heute mache ich mir noch einen gemütlichen Nachmittag, lege mich dann irgendwo an den See und gehe dann baden. Muss nicht den ganzen Tag bei dem schönen Wetter in den Bergen verbringen, auch wenn es so traumhaft ist.
Das war meine Runde auf dem Brunnbergkamm. War wirklich fantastisch. Tolle Ausblicke, schöne Wege durch den Wald, so richtig wild romantisch. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch alles Gute, Frieden, Freiheit, Gesundheit. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.